Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute geht es um mein Panning Sisters Update. Das hat die liebe Melli ins Leben gerufen. Ich bin schon eine Weile dabei. Normalerweise seht ihr das bei Claudis bunte Welt, aber ich habe mir gedacht, ich kann euch das hier auch mal zeigen. Und wenn du Bock drauf hast zu erfahren, wie so mein Fortschritt ist, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Genau, weil ich werde immer wieder gefragt, sag mal Claudi, was ist das hier eigentlich hier? Du erzählst ständig was von Project Pen, Panning Sisters. Was bedeutet das? Also, wir haben uns zusammengetan, die liebe Melli, Katrin, Steffi ist auch mit dabei und Caro, ich verlinke euch die lieben Ladies mal in der Infobox. Und wir motivieren uns gegenseitig, dass wir quasi Produkte aufbrauchen und posten eigentlich monatlich unsere Fortschritte dazu hier auf YouTube. Und genau, normalerweise bin ich mit Claudis bunte Welt mit dabei, mit meinem Zweitkanal, der ja nach dem Kanalhack entstanden ist. Und habe mir aber gedacht, dass es jetzt wirklich mal sinnvoll wäre, euch das so auch zu zeigen, euch zu präsentieren, welche Produkte sind da mit drin, was habe ich so in regelmäßiger Anwendung, was trage ich im Gesicht und deswegen habe ich mir meine kleine, aber feine Waage geschnappt und auch mein schlaues Büchlein, da schreibe ich mir nämlich immer so den Fortschritt auf und habe das Ganze abgewogen. Ich werde euch natürlich auch die Bilder dazu einblenden und dann erzähle ich euch mal, wie so der Status Ende Oktober ist und ich bin schon mit dabei seit 1.7. letzten Jahres. Also da ist schon die ganze Weile was am Laufen und ich liebe es. Ich bin ein totaler Zahlen-Junkie und deswegen teile ich das Ganze hier mit euch. Und alle Produkte, die im Projekt sind, sind in der Infobox verlinkt und das möchte ich jetzt kurz hier am Anfang auch nochmal erwähnen. Ich habe mit Lua Maya dieses Mal eine großartige Kooperation, wo ich euch einfach einen Gutscheincode mit an die Hand geben möchte. Und zwar bekommt ihr mit Claudi Xmas gerade nämlich nochmal 10 Euro Rabatt auf den Adventskalender. Richtig cool. Schaut euch gerne das Video an, wenn ihr möchtet. Ich habe den ja vorstellen dürfen. Da sind so, so schöne Schmuckteile drin enthalten, die einfach auch sehr hochwertig sind, die sehr resistent, sehr langlebig sind. Ne? Also sie machen echt einen guten qualitativen Eindruck. Ihr fragt mich sehr, sehr häufig, was ich für Schmuck trage, wenn ich die Sachen aus dem Adventskalender eben anhabe. Und jetzt gerade trage ich aber Schmuck aus dem Online-Shop. Da durfte ich mir nämlich 3 verschiedene Sets raussuchen. Und da gibt es mit Claudi 30% drauf. Da habe ich jetzt hier einmal das Silberset. Ich zeige euch das aber gleich nochmal ein bisschen mehr von Namen. Die Kette trage ich jetzt hier in diesem Moment aufs Längste. Auch die Kettenglieder mag ich, weil das halt so gedrehte Kordeln sind. Einfach auch mal was Besonderes. Es fühlt sich so angenehm auf der Haut an. Dazu habe ich einfach auch ganz fancy, wie ich bin, blaue Ohrringe genommen, beziehungsweise Ohrringe, die halt so einen blauen Anhänger mit dabei haben. Finde ich persönlich auch sehr, sehr schön. Und bei Lua Maya ist das Coole, du kannst halt auch diese Anhänger abnehmen, wenn du möchtest, sodass du halt wirklich nur die Kreole hättest, theoretisch. Und dann habe ich dazu noch einen kleinen, süßen Stecker genommen, den ich dann an mein zweites Ohrloch gemacht habe. Finde ich wunderschön. Aber das nächste Set finde ich noch ein bisschen besonderer. Das ist in Rosa. Roségold, das ist, wenn es ein bisschen derber sein darf, ein bisschen gröber, ein bisschen statementmäßiger. Da habe ich wunderschöne Tropfenohrringe mir rausgesucht und dazu dann auch noch kombiniert natürlich diese, den Stecker auch in Roségold. Ich finde es einfach super praktisch und diese grobgliedrige Kette. Wir haben halt wasserresistenten Schmuck, das heißt, du bekommst keine Verfärbung von dem Schmuck auf deine Kleidung oder auf deine Haut. Und zu guter Letzt mein absolutes Lieblingsset aus dieser Kooperation, was ich jetzt hier habe. Diese extrem schöne Summer Memories Kette würde ich sie jetzt persönlich einfach mal nennen. Ich liebe diese Farbe, das ist so absolut eine meiner Lieblingsfarben. Und dazu kombiniert, ihr seht es ja auch schon direkt, diese Ohrringe, Leute. Abgesehen von den goldenen Ohrsteckern im zweiten Ohrloch, aber da haben wir so schöne, diese hängenden Perlenohrringe. Das ist, ich finde sie traumhaft. Also das sind einfach Stecker, ne? Und ich finde es einfach traumhaft, wie elegant und wie soft diese Perlen aussehen. Ich stehe auf den Schmuck von Lua Maya und möchte euch deswegen von Herzen empfehlen, dort vorbeizuschauen, wenn ihr zum Beispiel auch Interesse an dem Adventskalender habt. Da habe ich euch den Inhalt ja schon vorgestellt, bekommt ihr mit Claudi Xmas die 10 Euro Rabatt oder halt mit Claudi 30% Rabatt auf die Einzelschmuckstücke im Shop. Schaut gerne dort vorbei, wenn ihr möchtet und nutzt meinen Code.
Ich möchte mich von Herzen übrigens bei euch bedanken, dass wir jetzt 40.000 sind. Das ist unglaublich. Und ja, ich habe es ja in meinem Community-Tab schon angekündigt, dass ich quasi die 40 Verlosungsgeschichten aufteile auf verschiedene Videos, dass ihr auch gezielt mitmachen könnt, was euch so interessiert. Und in diesem Video gibt es sowohl einen Just Spices Adventskalender zu gewinnen, als auch einen Selfcare Rossmann Adventskalender, den Rossmann freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Also ne, für die Teilnahmebedingungen schaut gerne in der Infobox vorbei, da ist alles soweit reingeschrieben. Und dann machen wir jetzt mal mit den Produkten weiter, die jetzt hier ordentlich was gelassen haben, um es mal so zu sagen. Ich starte mit dem Primer hier von Revolution Pro, das ist die Miracle Cream. Ja, also ich persönlich kann sie nicht als Gesichtscreme verwenden, habe sie deswegen auch wirklich nur als Primer hier an meinem Schminktisch stehen und finde aber, dass sie sehr gut funktioniert zusammen mit verschiedenen Foundations. Egal, ob es ölbasierte, wasserbasierte, reichhaltige, leichte Foundations sind, das funktioniert richtig klasse und ich mag es einfach. Also ich mag diesen Primer, ich mag diese Creme, aber halt wirklich nur als Primer, ne? Da habe ich halt auch wieder ein bisschen was aufgebraucht, aber jetzt nicht Unmengen von 17,14 Gramm sind aufgebraucht. Da sind wir jetzt bei 129,29 Gramm von 146,43. Ich habe aber auch ungefähr 2 Monate jetzt halt die Produkte verwendet, ne? Das hat jetzt ein bisschen gedauert, seitdem ich jetzt das Update hier filmen konnte. Ja, finde ich schön, kann ich auf jeden Fall auch sehr empfehlen. Das müsstet ihr theoretisch bei Look Fantastic bekommen zum Beispiel. Also manche Produkte bekommt ihr bei Kooperationspartnern, manche Produkte nicht. Da müsst ihr immer gucken. Dann habe ich aufgebraucht von Nabla den Regeneration Concealer. Den habe ich euch auch im Aufgebraucht-Video gezeigt. Und das ist halt auch ein Concealer, dass wenn ich den anfange zu verwenden, dann muss ich den aufbrauchen, weil der spackt halt irgendwann hier oben zu. Das habe ich jetzt natürlich sauber gemacht, aber der ne, spackt hier halt auch leider so ein bisschen rein. Ich finde den schön. Ich finde den für den Winter für mich leider ein bisschen zu dunkel, auch wenn Light Ivory hier die hellste Farbe ist. Genau, da könnte Nabla meiner Meinung nach gerne nochmal einen helleren Ton mit rausbringen. Vielleicht auch einen, der etwas in die rosane Richtung geht. Naja, aber im Sommer hat es mir gut gefallen. Da habe ich jetzt auf jeden Fall ja, noch 0,14 aufgebraucht. Also das war halt quasi kurz nachdem ich das letzte Update gedreht habe, war das Ding auf einmal leer. Da bin ich von 25,80 auf 25,66. Also das ging halt relativ zackig. Und dann habe ich mit ins Projekt genommen ein Produkt, was es auch bei Purist zu kaufen gibt. Da könnt ihr jetzt noch bis Ende Oktober mit Claudies Welt 15% nämlich auf meine komplette Favoritenseite sparen, wenn ihr möchtet. Ansonsten auf den Sale Claudies Welt 10. Den Yummy Skin Concealer. Das ist einmal der von Denisa Myricks. Und ich habe hier jetzt die Farbe 2 mit ins Projekt reingenommen, weil das ist die dunklere von den beiden, die ich mir bestellt hatte. Und da hatte ich mir halt im August gedacht, ich könnte die vielleicht noch aufbrauchen. Nicht so ganz, naja. Der hat auf jeden Fall ein Startgewicht von 28,83, ist jetzt mit im Projekt und da gucken wir mal, wie lange ich da dran habe. Der hat auf jeden Fall 9,4 Milliliter, was eigentlich für einen Concealer relativ viel ist, ne? Auch ein Produkt, was ich glaube schon fast seit Anfang des Projekts mit dabei ist, ist, na, nicht ganz, nicht ganz, ist hier von Nähe der Liquid Bronze und der ist in der Farbe B154. Ein wunderschöner Ton, der auch so ein bisschen was Aschiges mit dabei hat, habe ich mir heute auch wieder aufgetragen. Ich finde den sehr, sehr schön. Der macht einfach so, also der modelliert das Gesicht halt richtig toll. Den gibt es normalerweise bei Dalton zu kaufen. Da gibt es ab 1.11. einen Code übrigens. Und genau, das ist die Nummer 3 und da bin ich von 51,05 auf 41,92. Das heißt, ich habe 9,13 Gramm aufgebraucht. Das ist ganz schön viel. Finde ich mega nice. Also, ne, da habe ich ganz guten Fortschritt und ich kann hier ja auch schon so ein bisschen durchgucken. Das ist ganz interessant. Der hat nämlich hier so einen Pumper und dann wird quasi alles so entsprechend hier rausgesogen und sehr schönes Produkt, was sehr, sehr lange hält. Also, großartiger Cream Bronzer. Dann habe ich ja auch was Ewigkeiten schon im Projekt von Kiko Dolce Diva, den Glam Cushion Highlighter. Auch da habe ich mir gedacht, ach, so lange kann das gar nicht dauern. Naja, bis man 14 Milliliter aufgebraucht hat, dauert das schon eine Weile. Denn auch hier hat man hier so ein Puffelding dran. Das ist halt auch irgendwann nicht mehr ganz so hygienisch, ne? Da bin ich von 16,18 auf 14,87 und habe damit 1,31 Gramm aufgebraucht. Und der ist wirklich schön. Der ist ein bisschen ganz kleines Tickchen zu dunkel jetzt aktuell für mich. Aber ich trage den ja eh quasi unter meinem Puder auf. Dementsprechend funktioniert es eigentlich echt gut. Und ich freue mich tatsächlich, dass ich den jetzt hier auch im Projekt weiterhin drin habe. Weil das ist ein sehr, sehr schöner, flüssiger Highlighter. Dann habe ich etwas jetzt quasi pausieren lassen im Projekt, weil es ist jetzt die Zeit, wo ich umsteige auf die chemischen Peelings. Das heißt, das Enzympeeling von Dalton, was ich hier drin habe.
habe ich zwar zum Teil noch weiter verwendet, ne? Dass ich da halt von 93,21 auf 90,52 Gramm gegangen bin und somit 2,69 Gramm aufgebraucht habe. Aber ich bin jetzt bei den chemischen Peelings, sodass das dann quasi wieder ab Oktober wieder in Anwendung genommen wird. Aber solange darf das halt warten und das ist ja eigentlich auch kein Problem, weil das ist ja auch hier in Pulverform. Das ist nicht irgendwie, dass es schnell kippen würde oder so. Auch wenn hier steht, dass man das in 6 Monaten aufbrauchen soll. Seien wir mal nicht päpstlicher als der Papst, ne? Dafür mit ins Projekt genommen von Vitary dieses Puder, das habe ich euch auch schon relativ häufig gezeigt. Das ist ein loses Puder. Da habe ich auch schon allerhand von verwendet. Also das habe ich auch schon sehr lange in Anwendung, habe ich jetzt einfach übergangsweise quasi mit ins Projekt genommen. Das hat jetzt ein Startgewicht von 43,26 Gramm. Verwende ich persönlich am liebsten mit einem Powder Puff um meine Augen drumherum. Hier an meiner Nasolabialfalte, am Kinn, da verwende ich das halt, ne? Genau, und darüber gebe ich mir dann, oder dann an die anderen Stellen gebe ich mir dann halt ein gepresstes Puder. Ich mag das sehr gerne, weil das auch so rosa ist, ne? Aber das gibt es so gar nicht mehr zu kaufen. Dann habe ich aufgebraucht den Foundation Stick von Fenty Beauty. Hatte ich in der Farbe 1. Und der Blur and Smooth Tintstick. Dazu ein absoluter Hinweis von mir, das hatte ich euch im Aufgebraucht-Video auch gesagt. Wenn ihr den halt habt, ne, ihr werdet ja auch sehen, dass ihr hier noch Produkt, ordentlich Produkt drin habt. Dreht nochmal richtig derbe hoch, dann macht das auch einmal so knack, aber dann bekommt ihr den letzten Rest auch hochgeschoben. Und ja, ich habe den dann letztendlich aufgebraucht und fand den auch sehr schön. Der war nur relativ deckend. Also wer das nicht mag, dieses fast schon teilweise wachsige im Gesicht, ist damit nicht ganz so gut beraten. Ich fand den eigentlich ganz okay und habe deswegen von 38,53 auf 31,17 7,36 Gramm aufgebraucht. Und ja, somit ist er leer und kommt dann auch in die Kiste mit der aufgebrauchten dekorativen Kosmetik des kompletten Jahres. Und da hilft mir das Projekt halt wirklich intensiv, ne? Ich brauche hier wirklich auf. Dann habe ich von Typology das Tinted Serum mit reingenommen. Das habe ich hier einmal in der hellsten Variante. Und ich meine, das habe ich auch schon mal aufgebraucht. Und ja, jetzt habe ich das wieder im Projekt. Das hat eine super leichte Deckkraft. Also das ist ein kompletter Kontrast zu dem hier. Aber ich mag das sehr, sehr gerne. Vor allem, weil ich das sehr gut auch kombinieren kann mit dem Puder, wo wir gleich zukommen. Weil das Puder auch eine leichte Deckkraft irgendwie mit sich mitbringt. Und ich habe es auch heute im Gesicht. Also dieses getönte Serum. Man sieht hier Muttermale durch. Man sieht auch Rötungen durch. Ne? Dessen muss man sich bewusst sein. Aber es sitzt so gut auf der Haut. Theoretisch wird sich das auch noch ein bisschen aufbauen lassen, wenn man möchte. Ja. Und das startet hier mit einem Startgewicht von 90,18 Gramm und ich finde es sehr, sehr hübsch. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich das mal anzuschauen. Ab und an habe ich ja auch eine Kooperation dort. Manchmal hat Smelly ja auch zum Beispiel, ne? Manchmal hat Maxim eine, sodass man dann halt irgendwie auch was für Umme mit dazu bekommt. Gehen wir weiter zum gepressten Puder. Da habe ich hier von Laura Mercier das Translucent Pressed Setting Powder mit reingenommen, das Ultra Blur. Das habe ich eigentlich nur deswegen mit reingenommen, weil ich einfach das unverschämt teuer fand und mir gedacht habe, nö, also das will ich auf jeden Fall aufbrauchen und das nicht einfach nur in meinen Schubladen verrotten lassen quasi. Und siehe da, da verwende ich ganz schön viel von, ne? Hätte ich auch so nicht erwartet. Das heißt, der Fortschritt, der jetzt hier in diesem Fännchen ist, ist auch nochmal höher als das, was ich abfotografiert hatte vor ein paar Tagen. Und da habe ich von 27,38 auf 26,60 0,78 Gramm aufgebraucht. Auch wenn wir hier insgesamt nur 6,5 Gramm drin haben, ne? Und ja, es ist halt relativ wenig. Hier unten drin hast du auch theoretisch noch so einen Powder Puff. Und ja. Ich finde es schön, es macht einen schönen Effekt. Es mattiert halt nicht wirklich, ne? Also schon so ein Blurring-Effekt, aber ohne die Haut matt aussehen zu lassen. Das finde ich ganz spannend tatsächlich, weil das ist genau das, was ich gerne mag, ne? Und manchmal muss man da ein bisschen drin rumrühren, um wirklich auch das Gefühl zu bekommen, was auf den Pinsel zu bekommen. Aber ich finde, das Ergebnis spricht für sich. Ich mag es sehr gerne. Und wie gesagt, es hat auch noch eine leichte Deckkraft mit dabei, ohne aber eine farbliche Deckkraft zu geben. Ich weiß nicht, kommt wahrscheinlich durch dieses Ultra Blur, was das Powder auch irgendwie mit sich bringt. Ne? Ganz crazy auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich mir das nochmal kaufen würde. Ich finde, ich glaube, 50 Euro hat es gekostet, ne? Fand ich schon ziemlich heftig, muss ich sagen. Dann habe ich hier einen Schätzelein drin, den habe ich seit Ewigkeiten im Projekt und ich habe noch nicht mal ein Hit the Pan erreicht. Von Guerlain, der Mini Terracotta. Ich habe damals gedacht, komm, 4 Gramm. 4 Gramm Bronzer, Claudi, das schaffst du. Aber der hält und hält und hält. Ich kann so langsam hier das Fännchen erahnen, aber ich habe noch keine Hit the Pan. Das ist unglaublich. Und auch dieses Mal habe ich, bin ich jetzt verrutscht?
ich habe mich vertan. Bei dem Puder habe ich von, habt ihr ja wahrscheinlich auch gesehen, ne, von 67,16 auf 63,16 4 Gramm aufgebraucht. Mensch, nicht 0,78, 4 Gramm. Echt? Wow, das ist ganz schön viel, wenn man das mal so sieht, ne? Oha. Okay, krass. Nee, die 0,78 habe ich nämlich hier bei dem Guerlain Bronze aufgebraucht. Da bin ich nämlich von 27,3 auf 8 auf 26,60, ne? Alter Schwede. Ich wollte schon sagen. Okay, abgefahren. Ja, genau. Also das ist ein schöner Bronzer. Der sieht relativ warm hier eigentlich aus in der Kamera. Aber ist er gar nicht. Also ich habe den jetzt auch drauf. Der macht ein sehr schönes Ergebnis. Den gibt es so auch nicht mehr. Den gibt es nur noch irgendwie ein bisschen anders. Läuft. Ich glaube, schimmernd gibt es den jetzt nur noch, was ich sehr schade finde. Aber den mag ich. Also ein sehr schöner Bronzer, den ich einfach gerne aufbrauche und aber auch gerne verwende. Dann habe ich hier ein Produkt, was es so auch nicht mehr gibt von By Terry. Das ist das Compact Expert Dual Powder in der Farbe 7 Sun Desire. Das war mal irgendwo in einem Adventskalender drin oder so, ne? Das ist halt ein Blush. Ja, der hatte mal auch in der Mitte so einen etwas schimmernden Kern. Und ja, ich finde den sehr hübsch. Ich finde auch die Farbe sehr, sehr nice. Mittlerweile wird er so ein ganz kleinen Tick zu dunkel für mich, aber trotzdem finde ich den sehr, sehr schön. Und ja, mal gucken, wie lange ich da noch dran zu knapsen habe. 21,52 hatte der vorher, jetzt hat er 20,83. Das heißt, 0,69 Gramm sind aufgebraucht. Und jetzt wird es halt auch ein bisschen schwierig, weil man halt nicht mehr so rühren kann. Man muss halt auch wirklich dann immer mit dem Pinsel so hantieren. Aber es funktioniert, ne? Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Blush. Und auch da hat By Terry nicht mehr solche Blushes, glaube ich. Weiß ich nicht. Und dann habe ich zu guter Letzt noch etwas mit reingenommen, wo ich mir auch gedacht habe, na, eigentlich müsste das recht zackig funktionieren, aber der ist relativ hart, also auch hartnäckig. Von Max Factor ist es nämlich dieser Lip Liner in, ich weiß nicht mehr welcher Farbe, mittlerweile kann ich es nämlich nicht mehr so gut riechen. Ich glaube 10 Rosy oder sowas. Genau, das ist einmal dieses kleine Schätzelein und da wird natürlich jeden Tag ein bisschen was von aufgebraucht und auch immer mal wieder angespitzt, weil das halt der Lip Liner ist, den ich halt trage, wenn ich auch Adventskalender-Unboxings mache. Der ist ein kleinen Tick zu rosa, finde ich persönlich, ne? Das heißt, da freue ich mich auch irgendwie, wenn er aufgebraucht ist. Aber na, es ist ein schöner Lip Liner. Da habe ich von 3,72 auf 2,83 0,83 Gramm aufgebraucht, aber halt auch inklusive Anspitzen. Ne? Das ist halt auch immer so eine kleine Verpackungssache hier mit dabei. So, das war jetzt einfach mal so mein kleines Panning Sisters Update. Wenn ihr weitere Updates sehen möchtet, schaut einfach gerne bei Claudis Bunte Welt vorbei oder schaut auch gerne bei meinen Kolleginnen vorbei, was die so an Fortschritten machen. Ich finde es immer super spannend und ich genieße diese Videos. Ich genieße es auch einfach, immer wieder auch diese Produkte zu verwenden, intensiver zu testen, teilweise auch neu zu entdecken, neu lieben zu lernen, was echt bei manchen dieser Produkten der Fall war. Und ja, genau. Erwerben? Genau, an dieser Stelle. Wer ist das hier von mir gewesen? Wenn ihr Bock auf ein bisschen ziemlich nice Schmuck habt, dann schaut gerne bei Lua Maya vorbei. Ich verlinke euch alles dazu in der Infobox. Sowohl mit Claudi Xmas 10 Euro auf den Adventskalender, als auch mit Claudi 30, 30% auf das komplette Sortiment. Und ja, dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.